Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich hier an der Stelle, wo ich beim letzten Mal genau aufgehört habe, nämlich ein Blick auf das wunderschöne, ehemalige wunderschöne Boston. Ich bin hier auf dem Weg nach Boston und zwar, ich möchte heute eine Mission abschließen. Und eine zwei, ja, abschließen ist jetzt übertrieben, komplett abschließen. Und eine weitere Mission weitermachen. Dazu muss, und zwar, und zwar die Mission, die ich machen möchte, ist diese hier. Tötet die Raider in Backstreet Apparel. Das ist die Mission für die Oberlandstation. Dann habe ich die nämlich auch schon mal So, hier nehmen wir wieder alles mit. So, auf geht's. Irgendwo wird wieder hier geballert. Hier liegen lauter nackte Leute. Ja. Ach, den habe ich sogar gar nicht richtig gelootet. Oder hat er schon wieder zurückbekommen? Hier habe ich ja meine... So. Backstreet Apparel. Genau hier muss ich rein. Okay. Geh mal rein. Da habe ich ja meine, wie soll ich es ausdrücken? Meinen Deal mit den Leuten gemacht. Oh. Keine Waffe geladen. Dann haben wir schon mal das erledigt. Können wir. Ja, ich komm schon. Geduld! Gedulde dich! Du landest schon auch im Jenseits. Gedulde dich! Gedulde dich! Wir haben alle Zeit der Welt. Also, ich habe alle Zeit der Welt. Okay. Schön für dich. Schön für dich. Warum müssen Sie sich immer wehren? Ja, dich habe ich auch getötet. Ja. Irgendwann wird dir die Munition ausgehen. Also die Mission habe ich jetzt schon abgeschlossen. Ich könnte den Leuten Bescheid sagen. Ah ja, den könnte ich über das Terminal entsperren. So, ein bisschen Licht. Ich tue gleich so entsperren. Mir ist es wurscht. Haben wir ihn schon. Cool. Okay. So, noch irgendwas? Den Helden spielen, was? Okay. Dann öffnen wir hier mal. Na, hier sonst eher weniger. Hier hinten? Nein. 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 Nein, nein, nein. Okay. Ja, genau. Das mag ich nicht.
Du gibst nicht auf, was? Nö, kein Interesse. Komme ich da rein? Nein. Okay. Los geht's. Das war ein großer Fehler. Das glaube ich weniger. Das war's. Das sollten sie alle gewesen sein. Dann kann ich jetzt in Ruhe hier alles schön mitnehmen. Nö, da kommen hier alle rein. So, also. Den können wir auch so mitnehmen. Und ein Comic-Magazin, ein Grognack, sehr gut. Ach, ich liebe Comic-Magazine. Warum? Keine Ahnung. So, hier mein Meisterschloss. Da bewegt sich was. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Nein, gehen wir mal einen Schritt hier in die Richtung. Ah, fast. Millimeter. Okay, Hammer. Das wär's. Sehr gut, gefällt mir. So ist es richtig cool. Halt. Jetzt haben wir es. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich mir das Schlösserknacken auf höchster Ebene geholt habe, auch wenn ich, weil alle Schlösser zu knacken und nicht immer wieder zurückkehren zu müssen und so weiter, das ist schon ein Riesenvorteil, das muss man ganz klar sagen. So, das, dann kann ich die Waffe weglegen. Ich glaube, wir sind dann hier so gut wie fertig. Sehr gut, Mission erstmal abgeschlossen. So, hier waren wir drinnen. Ah, hier muss ich ihn noch entsperren. Geschafft. Ein Stealth Boy. Ja, vielleicht sollte ich auch mal mit dem arbeiten. Keine Ahnung. Normalerweise mache ich das eher weniger. Okay, das war's. Noch irgendwo was? Ach, da. Ja, genau. Ich spring drüber. Und da ist es. Da ist die Falle. Ja, genau. Hat. So, hier ist noch ein Einkaufskorb. Jo, das sollte es jetzt gewesen sein. Okay, kehren wir zurück. So. Also, diese Mission habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal abgeschlossen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig für mich. Dann habe ich nämlich das nächste. Dann kann ich nämlich dorthin zurückkehren und mir das Settlement holen. Genau. So. Also, dann hole ich. Dann habe ich mir für mich auch gesagt. Moment. Moment. Genau, hier. Tschüss.
General Atomics, dass ich mich dort dann umschaue, dass ich mich auf den Weg von achte Revier ist gleich hier in der Nähe. Good Neighbor, House der Capets, genau. Dass ich mich da in die Richtung bewege zur General Atomics. Dass ich mich da langsam dorthin bewege. So, jetzt kehren wir erstmal zur Oberlandstation zurück. Und dass ich mich da systematisch hinbewege, dass ich dann anfangen kann, Automatron abzuschließen. Grund ist ganz einfach. Ich möchte Automatron so bald wie möglich abschließen, weil ich... bin schon fertig. Moment, jetzt geht's super schnell die Mission abschließen und dann erzähle ich's euch, was ich vorhabe. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach übrigens, wir haben nochmal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Okay, das heißt, dieses Settlement ist jetzt auch, gehört jetzt auch mir. Hier muss ich dann auch natürlich noch schön arbeiten, ganz klar. Hier ist auch schön viel Zeug, das ist super. So, das tun wir gleich scrappen. Dann haben wir es nämlich alles mitgenommen, das ist in Ordnung. Transfer, alles nehmen. Sehr gut. Wie schaut es aus mit meinem Gewicht? 446. Also. So, jetzt tue ich erstmal das ganze Zeug mal zu mir nach Hause bringen. Und währenddessen erzähle ich euch was. Und zwar, ich möchte Automaton jetzt... Ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich viele, viele Siedlungen habe und wo ich dann langsam anfangen kann, die Siedlungen zu bebauen. Ich habe aber keine große Lust, meine Siedler zu verschwenden. Und deswegen will ich von Automatron, gibt's ja am Ende ein Settlement, was ich ja dann nutzen kann. Und von dort aus will ich alle meine Siedlungen mit Robotern als Versorgungslinie machen. Also sprich, dort an dieser Stelle, wo ich dann hin muss, rüber nach Sanctuary, nach und so weiter. Zu jedem einzelnen Settlement. Du musst nur von einer Station aus starten und da kannst du alle beliefern. Das ist ein wesentlich besseres System, als würde ich jetzt einen Siedler nehmen. Ich habe zum Beispiel in Sanctuary 22 Siedler. Und diese 22 Siedler würde ich dann immer einen davon... Harte Arbeit, wie jeden Tag. Würde ich... Immer das Gleiche. Würde ich den... So, Moment, mal gleich. Dann tun wir gleich noch ein paar Waffen entleeren. Würde ich das nämlich anders machen, würde ich mich ganz massiv einschränken in meiner, ich nenne es mal in meiner Freiheit an den Siedlern, die ich habe. Und ich möchte es ja wenigstens einigermaßen auch ein bisschen logisch angehen. Ein bisschen vernünftig angehen, nennen wir es mal so. So, jetzt will ich noch schnell die ganzen Raider-Rüstung loswerden. Metallrüstungen, Raider. Genau, und dafür brauche ich halt, wie gesagt, Automatron. Deswegen ist der für mich schon, ehrlich gesagt, etwas wichtiger als Vault 88. Auch wenn Vault 88 sehr, sehr viel Spaß macht, die ganze Baugeschichte da, den ganzen Vault dann zu bebauen, die ganzen
recht witzigen Missionen abzuschließen. Die sind ja teilweise wirklich sehr, sehr witzig. So, jetzt noch schnell. Ah ja. Okay, jetzt noch schnell die paar Sachen loswerden und dann höre ich dann schon wieder auf, weil dann mache ich mich auf den Weg. So. Brille. Okay, das war's. Waffe weg. So, und jetzt kehren wir wieder zurück. Also. Wir waren ja schon. Jetzt gehen wir mal. Waren wir so kleine? Also. Boston kommen. Boylston Club, Hublis Comics, Vault 114, Trinity Tower, 8. Revier, genau. Dann machen wir es jetzt so. Wir gehen jetzt als erstes wieder von diesen, wo ich gerade gewesen bin. Und von dort aus gehe ich zum 8. Revier, vom 8. Revier zu und so weiter. Und werde halt dort, das wird auf jeden Fall etwas eine längerfristige Sache werden. Es wird auf jeden Fall eine längerfristige Sache werden, das ist ganz klar. Weil, dass ich das jetzt aufs erste Mal schaffe, das ist so gut wie unmöglich. Zeige ich euch gleich. Und es wird mir definitiv auch, wenn ich jetzt alles, was jetzt auf den Weg kommt, links liegen lasse. Deswegen, heute gehe ich jetzt dann noch zum 8. Revier. So, hier sind wir richtig. Halt, stopp. Hat Dogmeat. Hast du was gefunden, Dogmeat? Ah, guter Dogmeat. Sehr guter Dogmeat. Okay. Also. 8. Revier. Es ist dunkel, es ist Nacht. Und da gehen wir zur Polizei. Wer? Hä? Was? Wer will was von mir? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Ich muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang mich an durchzudrehen. So. Ah, der gehört auf jeden Fall zu den Guten. Diamond City Sicherheit. Naja. Wenigstens einer, der freundlich ist. Da haben wir, glaube ich jedenfalls. Stimpex. Und lassen wir uns fallen. Jawohl. Es war anscheinend auch mal so eine Art Diner. Okay. Das war's. Na, dann gehen wir mal hier entlang. 8. Revier, da will ich hin. Gut, dann gehen wir mal hier rein und schauen uns. Dann nehmen wir den hier, genau, den brauchen wir ja auch. Genau. Okay. Ja, da tue ich schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Okay.
Okay, da ist dann eher weniger was los. Da ist es. Nachricht an Rodrigo Palomar. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau abgemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Du bekommst nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt. Und das ist ganz allein deine Schuld. Und wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Okay. Stadtbibliothek Boston. Okay, mach mal ein andermal. Aber schöne überfällige Bücher, cool. Trinity Plaza. Okay. Und hier. Was ist das? Und hier bin ich im Trinity Tower. Okay. Das heißt, ich bin auf jeden Fall schon mal. So. Also, auf geht's. Weiter. Trinity Tower mache ich heute ab. Was war das? Was soll der Mist jetzt hier? Wenn ich sage, ich will mich darum jetzt nicht kümmern, Doc, mit die sind alle dämlich. Was zum? Was gehört? Sag ja, da an jeder Ecke warten da irgendwelche. Ah, der lädt sich wieder auf. Leighton Towers. Okay, ich glaube, ich muss mich darum ein bisschen kümmern. Das
geht's denn hier? Wie hoch geht es denn da noch? Nee, da geht's nicht lang. Ah ja, okay. So, wie schaut's hier aus? Na gut, gehen wir in Leighton Towers rein. Ich glaube, das sind... Ich glaube, es gibt sonst eher dann... Keine Ahnung was. So, also los geht's. Da geht's wieder zurück. Na gut. Wechseln wir mal auf eine etwas andere Waffe. Auf geht's. Dann wollen wir mal ein paar Raider erledigen. Haltet die Augen auf! So Spielchen mit dir spielen, was? Oh, das sind ja eine ganze Menge. Das wird interessant. Das wird interessant. So, auf geht's. Na? Ist nicht mein erstes Feuergefecht. Okay. Ich sage ja, ich werde garantiert immer aufgehalten. Ich muss mich, glaube ich, wirklich zusammenreißen und dann schnurstracks... Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Schnurstracks dann zu den Orten hingehen, wo ich hingehen will. Nur so glaube ich, dass ich da immer hinkomme, ohne dass ich ständig abgelenkt werde. Ah, da hinten... So, da muss ich. Sehr gut. Wie schön. Nur Jet und Mantids. Uninteressant. Bowlingkugel. Also eine Sache verstehe ich wirklich nicht. Also, das müsst, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Wie kann man in so einem heruntergekommenen Haus überhaupt leben? Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe. Es kann doch keinen Spaß machen, dass man hier in so einem Haus einfach, ja. Sich niederlässt, einfach auf Leute wartet, dass die reinkommen und sie dann ausnehmen kann. Aber das kann doch keinen Spaß machen. Da, hier. Das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich nicht tun sollen. Haltet die Augen offen! Ich glaube, das Arschloch verlässt einen Stealth-Boy!
wartet da im Hintergrund wieder mal ein legendärer Raider. Was ist denn da los? Was ist bis... Ein Wachbot. Naja. Egal. Darum kümmere ich mich jetzt definitiv nicht. Also. Den Hammer. Ja, der legendäre natürlich. Des Mutantentöters Unternehmer rechtes Bein. Okay. Nee. Kannst du vergessen. Nix Gescheites. Nix Gescheites. So, Kühlschrank öffnen. So. Okay, gehen wir wieder zurück in Leighton Towers. Okay. Oh, haben wir was übersehen? Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass ich hier bin. Das ist doch scheiße. Ich muss eine Gehirne... Was zum Teufel war das? Das nennt man anständig zielen, Anfänger. Verstecken. Vor mir? Kannst du vergessen. Dogmit, ich brauch dich. Irgendwie klingt hey. Zwischen alles nach Schritten. Das hatte ich befürchtet. Ah ja, genau. Aber eine Sache werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich werde für Dogmit auf jeden Fall... noch einen Rucksack besorgen. Damit der mehr tragen kann, weil ich habe keine Lust dazu, dass ich... Obwohl, ich weiß ja noch nicht mal, wie lange ich einen Dog mit überhaupt noch mitnehme. Ich hatte vorhin schon etwas länger, aber naja. Man weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall... Hey, halt mal kurz die Klappe, ich habe was gehört. Ja, ich habe auch was gehört und ich habe keine Ahnung was. So, da geht's auf jeden Fall... Hier geht's auf jeden Fall noch weiter runter. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Verdammt aber ja! Na komm schon, komm, pupp! Erledigt. Hä? Wo kommt der jetzt her? Ah, hinter mir. So, den Hammer. Nee, da sonst eher nichts mehr.
Also ganz, das ist schon der Hammer, wie viele da überhaupt drinnen sind. Also es ist... Oh, Wahnsinn, das ist wieder so viel Zeug. Das ist der Hammer. So, das war's. Cool. Okay. Ist jetzt hier? Ja, genau. Oh mein Gott. Nee, da ist wenigstens Stimpak und Dreadax. Nee, da kommt man wenigstens nicht rein. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Ah, hier liegt auch noch was. Eine Cam-Kiste. Nuka-Cola. Ah, hier geht es auf jeden Fall weiter. Na, hier schaut so aus, als hätte ich jetzt alle erledigt. Und ich trage schon wieder zu viel. Warum trage ich zu viel? Kann mir das einer verraten? Ja, ich weiß es. Ich kenne die Antwort schon selber. Ich nehme zu viel Zeug mit. Das ist der ganze Grund. Ich liebe dieses Zeug. So, haben wir sonst noch was? Ah ja, genau. Okay, den Hammer. Ja, ich kann jetzt Dogbit nicht mehr geben. Der ist schon voll. Der ist genauso voll wie ich. Na komm schon, komm schon. Eieiei. Oh nee. Ja. So, hier sind wir durch. So, das war's. Das glaube ich war's auch mit dem Gebäude. Hier geht's nur nach oben, gehe ich ganz stark davon aus. Hier bin ich durch. Okay, auf geht's zurück. Oh,
Tja, jetzt kann ich aber auch nicht mehr machen. Hier warten wir. Du hast es gefunden, Dogmeat. Hä? Ha! Ich glaube, den Ort kenne ich. Ja, da war. Genau. Leighton-Haus ist abgeschlossen, das ist gut. Wilson Atomics Firmenhauptsitz. So. Ich muss nach Hause. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Ich muss jetzt leider nach Hause. Und das heißt, diese Folge ist jetzt auch... Ich werde jetzt hier an der Stelle das Video beenden. Denn ich muss mich jetzt noch entleeren und dann will ich weiter Richtung dieser dieser Fabrik da für Automatron. Und da schaue ich, dass ich auf jeden Fall da von Leighton Tower werde ich da dann weitergehen, dass ich schaue, dass ich da auf jeden Fall, vielleicht schaffe ich sogar in der nächsten Folge, dass ich hinkomme. Das wäre mal ein Erfolg. Ich glaube, dann lasse ich alles stehen und liegen und laufe einfach nur genau hin. Lass die vielleicht mache ich das auch so. Und sonst komme ich nie zu Ende. Na egal. Leute, das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt sie wieder einen Daumen hoch, ein Abo und die Glocke aktivieren, wäre natürlich super klasse. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus und ich darf euch hoffentlich in einem neuen Video begrüßen. Bis bald dann.